So, hallo und willkommen zum heutigen Prof-Blog. Und diesmal geht es nicht um ein betriebswirtschaftliches Thema, sondern um das Thema Sprachwissenschaft. Das habe ich ja nur tatsächlich auch irgendwann mal studiert. Und der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat heute ja eine Art Verteidigung der Political Correctness im Rahmen einer Aktion vorgenommen. Und da möchte ich, losgelöst von irgendwelchen parteipolitischen Überlegungen, aus linguistischer Sicht einfach mal einen Kontrapunkt setzen und behaupten, dass die Political Correctness die Antithese zur offenen Gesellschaft ist und wir deshalb deren Sprachgebrauch genau nicht übernehmen sollten. Sprache besteht nach Ferdinand de Saussure aus Zeichen, die eine Ausdrucks- und eine Inhaltsseite haben. Die Ausdrucksseite wäre zum Beispiel das Wort Stuhl und die Inhaltsseite das Konzept eines Gegenstands, auf dem man sitzen kann. Die Inhaltsseite besteht wiederum aus einem Denotat, also die sachliche Bedeutung, und einem Konnotat, die emotionale Bedeutung. So wäre also das Denotat des Wortes Neger, Mensch mit dunkler Hautfarbe, und das Konnotat zum Beispiel minderwertig, unterentwickelt, unzivilisiert und so weiter. Viele Begriffe, die in der Alltagssprache verwendet werden, haben also einen Beigeschmack, der abwertend ist. Nun mögen viele argumentieren, dass sie schon immer Neger oder Zigeuner gesagt haben und es auf gar keinen Fall abschätzend meinen und sich deshalb weigern, auf die Verwendung dieser Begriffe zu verzichten. Nun ist es allerdings, auch rein juristisch betrachtet, so, dass sich Nachrichten immer vom Empfängerhorizont her definieren. Wenn der Dunkelhäutige also den Begriff Neger als rassistisch empfindet, dann ist er es auch. Zunächst geht es also bei politisch korrekter Sprache darum, Menschen aus Minderheiten durch Sprachgebrauch nicht zu verletzen und vor allem auch nicht auszugrenzen. Im Prinzip könnte man also sogar argumentieren, dass es hier einfach erstmal nur um Manieren und Anstand geht. Bemerkenswert ist allerdings, dass einige sehr illiberale Ansätze darin zu finden sind. Zum einen nahm die Political Correctness ihren Ursprung an Hochschulen in den USA, an denen sich Vertreter dieser Minderheiten nicht oder eben nur in einem sehr geringen Ausmaß finden. Aber eine normative Sprachregelung, also das heißt, ich darf sagen, was gesagt werden darf und was nicht, ist natürlich eine unglaubliche Ausübung von Macht über den Sprachnutzer und vor allem ist sie zutiefst undemokratisch, weil Sprache eigentlich das Demokratischste ist, was es gibt, weil das, was wir für richtig halten, was wir tun als Konvention, das ist richtig. Das heißt, hier findet nun also ein Eingriff statt und eine Gruppe von Privilegierten eignet sich nun Macht an, um im Namen der Unterprivilegierten einzugreifen. Diesem Verhalten haftet natürlich schon etwas zutiefst Pharisäerhaftes an. Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen. Gleichzeitig kam es infolge dieser Sprachregelung aber natürlich auch zu vollkommen sinnentstellenden Euphemismen wie Special Needs statt Lernbehinderung, Economically Disadvantaged statt Poor oder Andersbefähigt statt Behindert. Problematisch wird es aber vor allem dann, wenn Begriffe willkürlich stigmatisiert werden. So wurde die Behauptung aufgestellt, dass der Begriff Flüchtling durch den Begriff Geflüchtete ersetzt werden müsse, da Wörter, die auf Ling enden, negative Konnotationen hätten. So wie Liebling etwa? Hier liegt also kein empirischer Beleg dafür vor, dass der Begriff diskriminierend verwendet oder von den Betroffenen als Herabsetzung erlebt wird. So stellt sich also die Frage, wer darf sich anmaßen zu definieren, welche Begriffe korrekt sind und welche nicht. In jeder Sprache hat naturgemäß aber immer die Mehrheit die Definitionshoheit. Also kann die ganze Richtung von vornherein schon etwas sehr Illiberales, auch wenn zum Teil emanzipatorische Absichten damit verknüpft sind. Aber heiligt der Zweck die Mittel? Ein Sonderfall der Political Correctness ist im Deutschen das Gendern. Das machen Franzosen zum Beispiel nicht. Der Grundgedanke dahinter ist, dass Sprache eine hypostasierende Kraft hat. Also Sprache kann Realität schaffen. Wenn ich also von einer Professorin rede, dann bringe ich damit eine Sicht der Realität zum Ausdruck, indem eine Frau die Aufgabe eines Professors wahrnehmen kann. Wenn ich von Studierenden statt von Studenten rede, soll sich dadurch die Zahl weiblicher Studierender erhöhen. Das ist grammatikalisch zunächst vollkommen unsinnig, weil das grammatikalische Geschlecht und das natürliche Geschlecht zwei unterschiedliche Dinge sind. Man spricht hier auch vom generischen Maskulin. Nun setzen Feministen und Feministinnen dem ein generisches Femininum entgegen, so zum Beispiel die Kollegen von der Universität Leipzig, an der die grammatikalisch weibliche Form der Standard ist. Das ist natürlich relativ unsinnig, weil die feminine Form in der Regel die längere ist und die Sprache nicht die Tendenz hat, sich selbst zu verkomplizieren. Also handelt es hier um ein normatives Eingreifen in ein sich selbst regulierendes System. Niemand hat ein Mandat dafür. Und niemand kann ein solches vergeben. Letztlich ist es auch inhaltlich ziemlich unsinnig. Ja, es ist sogar ein gefährliches Placebo, weil es einfach die Normalität vorheuchelt, die nicht da ist. Ob sich die Zahl der studierenden Frauen durchs Gendern verändert hat, das weiß man nicht. Und ich glaube, ich würde es bezweifeln. Im Gegenteil
kann man aber feststellen, dass die mangelnde Präsenz von Frauen in bestimmten Fach- und Führungspositionen damit zu tun hat, dass häufig von deren Seite aus eine geschlechterspezifische Studienwahl stattfindet und gerade eben hier keine emanzipatorischen Prozesse stattfinden. Die Sprache gaukelt uns hier als eine Normalität vor, die es nicht gibt. Pfaller behauptet sogar, dass die Art der Sprachverwendung kontraproduktiv ist, weil sie etwas Normales als Ausnahme kennzeichnet. Das ist ein also sehr gutes Buch von Robert Pfaller, Erwachsenensprache und ihr Verschwinden in Politik und Gesellschaft, kann ich also sehr empfehlen. Es sind einige Dinge drin, die ich sehr kritisch sehe, aber es sind einige sehr wertvolle Denkanstöße drin, die auch aus der politisch linken Ecke kommen. Für nicht wenige Sprachnutzer ist also diese Art der Sprachverwendung schlicht und greifend nicht mehr nachvollziehbar, weil sie auch etwas sehr Artifizielles hat. Und so entstehen dann eben auch ironische Wortschöpfungen wie maximal pigmentiert oder Mitgliederinnen, die dann eben wiederum als rassistisch oder sexistisch gebrandmarkt werden. Und jetzt kommt das Gefährliche, wenn man sich natürlich dieser Sprachmanipulation verweigert, sei es aktiv oder passiv, dann wird man eben aus der In-Group ausgegrenzt und einer Gruppe zugeordnet, die mit einem Ismus gekennzeichnet wird. Nun gehört es ja zur Exordialtopik eines jeden Rassisten, seine Ausführung mit folgenden Worten zu beginnen. Ich bin ja kein Rassist, aber... Da es in unserer Gesellschaft nicht akzeptabel ist, Rassist oder Sexist zu sein, möchte man sich also logischerweise natürlich dieser Klassifizierung entziehen. Insofern handelt es sich also um eine unfaire Manipulation, die den Zweck hat, den freien Willen des Individuums zu beeinflussen. Nicht erwünschtes sprachliches Verhalten mit dem Ziel der Veränderung der Realität hat also eine gesellschaftliche Stigmatisierung zur Folge. Insofern ist diese Form des Sprachgebrauchs nicht inkludierend, sondern polarisierend. Vor allem erstickt sie auch jeden Diskurs im Keim. Da Rassismus und Sexismus abzulehnen sind, können Standpunkte einer Person, die dieser Gruppe zugeordnet ist, per se nicht diskursfähig sein. Das erinnert mich so ein bisschen an das Zitat von Samuel Johnson, Patriotism is the last refuge of a scoundrel. Und mittlerweile würde ich sagen, der Ismus ist die letzte Zuflucht jedes Schurken. Und das mag im deutschsprachigen Raum noch eher eine Randerscheinung sein, aber gerade an angelsächsischen Hochschulen haben wir wirklich eine Kultur der Ausgrenzung, die eben bis zum Ausschluss von Aktivitäten an der Hochschule führt, also bis zur Exmatrikulation auch. Besonders gefährlich ist es eben diese auch dann formal getroffenen Entscheidungen von nicht legitimierten Gremien getroffen wird und auch nicht an rechtsstaatliche Grundsätze gebunden sind. Und der Gedanke einer Hochschule als Ort von Freiheit und Diskurs wird da natürlich vollkommen ad absurdum geführt, wenn dann eben sogenannte Safe Spaces geschaffen werden, in denen jede Form verbaler und nonverbaler Kommunikation untersagt ist, which can make some groups feel unsafe, so definiert es der Daily Telegraph. Unsafe bedeutet in dem Kontext also, dass ich mich nicht mit einer anderen Meinung auseinandersetzen muss und wo man also in einer offenen Gesellschaft über unterschiedliche Standpunkte in einen Dialog einsteigt, wird der Dialog hier von vornherein unterbunden, weil Befindlichkeiten schwerer wiegen als das Recht auf freie Meinungsäußerung. In dieser Dämonisierung des Gegners liegt ein großer Fehler, den viele im Umgang mit der extremen Rechten machen. Wenn Alexander Gauland das Dritte Reich als Vogelschiss in der Geschichte bezeichnet, so ist dies sicherlich keine Äußerung, die in irgendeiner Form diskursfähig ist. Das Zitat von Beatrix von Storch, und ich hege keinerlei Sympathien für die Frau. Die größte Bedrohung für Demokratie und Freiheit geht heute vom politischen Islam aus, ist eine Aussage, die man durchaus differenziert betrachten und diskutieren kann. Man muss ihr nicht zustimmen. Der Denkfehler derer, die andere Standpunkte ausgrenzen, liegt darin, dass sie glauben, der Diskurs findet nicht mehr statt, wenn sie ihn nicht erlauben. Doch, der findet noch statt, nur sie nehmen nicht mehr teil und sie können keinen Einfluss mehr darauf nehmen. Und man kann das auch historisch sehr gut sehen, als 1974 die protestantische Mehrheit in Nordirland in einen Streik getreten ist und damit das Sunningdale Agreement zum Scheitern gebracht hat, hat der damalige Premierminister Harold Wilson diese Streikenden als Spongers, also als Schmarotzer der Demokratie bezeichnet. Und das Ergebnis dieser im Fernsehen übertragenen Rede war also tatsächlich, dass die protestantischen Paramilizen Zulauf ohne Ende gekriegt haben, weil einfach hier eine stärkere Polarisierung stattgefunden hat. Wenn ihr uns nicht wollt, wenn wir für euch Schmarotzer sind, die wollen uns, dann gehen wir eben dahin. Das Gleiche haben wir gesehen, Sigmar Gabriel, als er fremdenfeindlich Demonstrierende als Pack bezeichnet hat. Ich teile das Ressentiment vollkommen, aber ich hätte es an seiner Stelle in seiner Position so nicht getätigt, weil es eben genau zu dieser Polarisierung führt und denen einfach nur noch mehr Leute zuführt und sie in diese Opferrolle hineinbringt.
Sprachliche Ausgrenzung ist also einfach sehr wenig zielführend. Insofern ist die Konsequenz eines illiberalen Sprachgebrauchs, dass Probleme eben nicht mehr im Diskurs gelöst werden, sondern letztlich im Konflikt münden, und der muss dann am Ende autoritär entschieden werden. Denken Sie einfach mal drüber nach, und ich würde mir wünschen, dass vielleicht auch Politiker einen mittleren Weg finden, der eben weder die sprachliche Verrohung auf der extrem Rechten, aber auch der extrem Linken. Auch die Sprachmuster der Linkspartei sind ganz stark von sprachlicher Brutalität und Angstmache gekennzeichnet und einer zutiefst demokratiefeindlichen Political Correctness eben finden würden. Bis zum nächsten Mal.